Sobald ich. Okay. Juhu! Auf geht's. Ach genau, jetzt sind wir in dem drin. Da kann ich mich noch erinnern. Ich nicht. Irgendwie überhaupt nicht. What the fuck? Ja doch, ich weiß nicht, glaube ich auch das eine oder andere Mal ganz schön gefällt habe, indem ich runtergefallen bin. Ist das so? Nee, die sind magisch, oder? Da darf ich nicht gegenkommen, erst mal gegenspringen. Kann ich drüber klettern. Oh, Drain, wir haben jetzt die Lebensenergie des Kolossus in unser Schwert gezogen. Das heißt, gleich geht erstmal aufs Maul. Ja. Das war knapp jetzt. Oh, dabei bin ich bei diesem Seil ab Intel 1 auch ein paar Mal verreckt, wenn die ankommen, mich da runterschubsen. Eins verdroppen. Die ankommen und dich da runterschubsen. Wie können dich da runterschubsen? Ja, die handeln dann und kommen von beiden Seiten und wenn die dich am Fuß zu fassen kriegen und du zu spät reagierst, dann schubst du ja vor und bist du. Kann man das? Da blinkt es! Da musst du erst die Kette zerstören, bevor ich da eins drücken konnte. Jetzt ziehen wir uns noch mal ein bisschen Lebensenergie von dem Penner ab. Na gut, dass uns die Kamera nie zeigt, wo drum geht. Oh. Ah, brauchen wir unbedingt. Ja, auf jeden. Ich meine nicht. Ja? Man ist immer gewillt, genau das Gegenteil von dem zu tun, was die Kamera so sagt. Blöd ist dann, wenn du per Zufall doch den richtigen Weg nimmst. Ja, genau. Das wäre schon nice. Das macht nämlich ganz viel mehr Schaden. Ich weiß nicht, ob es im zweiten auch eins gab, aber im ersten gab es ja auch so ein Schwert. Das war aber langsamer, hat aber mehr Damage gemacht. Das fand ich total geil. War nur leider zu langsam. Das ist ja auch nur so schwer. Ja, die Reichweite ist halt niedriger. Ja, das stimmt. Du müsstest aber, glaube ich, sogar die gleichen Kombos haben. Ich weiß nicht gerade, wo ich hier hin muss. Ah, ne, da kommt. Ne, ich komme hier. Ah, ja. Mich an das Holz schmiegen. Oh ja. Ja, gut, das würde ich toll für meinen Schatz haben. Noch mehr Ketten? Noch mehr Ketten. Also zwei Ketten zu stellen, das hätte mich jetzt beinahe aufgehalten. Jetzt haben wir einen Dinosaurier. Ja, stimmt. Ah, vielleicht sollte ich das Seil nehmen, um nach oben zu kommen. Kratos, zieh dich nach oben. Der springt? Oh, scheiße! Ah! Boah, hast du ein Glück. Was ist denn, wenn du da weitergehst? Von da gekommen? Ja, von hier bin ich gekommen, genau. Da bin ich hier so rumgegangen. Was ist denn, wenn ich springe? Hallo? Kratos? Ah, hier doch. Ja, dann kann ich die ganze Sache hier nicht beschleunigen. Muss man mal so einfach zugucken. Wie locker der sich da hochzieht, um die Füße zu benutzen. Oh ja. Das ist halt. Kratos. God of War, ja. Ja, der geht tief runter, Junge. Oh ja, was ist denn, wenn ich springe? Jetzt will ich die Kolosse aber auch mal schön plätten. Oh ne, da ist ein Schalter. Was hängt denn da?
der hat jetzt halt gebraucht. Boah. Ja, irgendwie nicht. Oder doch? Also du kannst ja nochmal das Seil da rüber. Achso, vielleicht konntest du da nicht lang, aber ja, ob das Ding hier im Weg ist oder so. Oh! Aua! Musst du das Ding verschieben? Aua! Scheiße! Ich glaube, du musst das Ding verschieben, um die Strahlen abzuhalten, oder? Ja, aber wie mach ich denn das? Keine Ahnung. Also ich kann das einmal runter und einmal hoch machen. Soweit habe ich das jetzt verstanden. Aber ja, ich glaube, du hast schon recht im Sinne von, das muss verschoben sein, aber ich weiß nicht. Hä? Ja, genau, das denke ich mir nämlich auch gerade. Also, der war am Anfang ja nach oben, deswegen. Vielleicht kann ich ja von. Kann ich das Ding unten verschieben? Ach so. Und dann wieder nach oben ziehen. Du kannst es schwingen lassen. Ja, mal gucken, ob das jetzt noch reicht. Ah, das schwingt ewig. Ja, auf jeden Fall. Renn, 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 renn. Hui! Ganz easy. Boah, meine armen grauen Zellen im Kopf, ey. Yippie! Das ist wie die bösen Kämpfe. Ja, diesmal muss ich dreimal Ketten zerstören. Das müsste jetzt aber gewesen sein, oder? Ja, die ist so alles umgefallen, ja. Ah, da ist der Mund. Da hat eben gar keine Leiter rausgeguckt. Ich glaube, ich nehme mal den Ausgang hier durchs Fressloch. Ich dachte schon, jetzt steht das in diesem Tor. Ja, ich für eine Sekunde ich gerade auch. Und da rauscht er ab. Oh. Placing all of his godly power into the weapon had rendered Kratos mortal, vulnerable to the arms of death, bloodied and beaten. He knew that to have any hope of survival, he must retrieve the blade of Olympus. Also uns geht's gerade scheiße, wir sind nämlich wieder sterblich, weil wir unsere ganze göttliche Power ins Schwert gesteckt haben. Genau. Und ans Schwert müssen wir jetzt gehen. Oh Gott. Das war nicht so toll. Oh, der verliert doch gerade die ganze Rüstung. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, oder wie war das? Spartan Army. Kratos dragged himself up from the dirt. Ich glaube, das ist gar kein Pegasus, der die ganze Zeit rumfliegt. Das ist Athene, oder? Ah, nee, die war so ein Vogel. So, ja, wir müssen jetzt gut. Zum Schwert. Aber das mit der Rüstung beim ersten Teil, da gibt es ja ganz viele Bonus-Videos und diese Konzepte von Kratos, wie die den erst machen wollten, hatten dann erst vor, denen so eine Rüstung zu geben oder so Kram und haben sich gegen entschieden, einfach um diese natürliche Brutalität darzustellen. Deswegen war das gerade ganz cool, wie die Rüstung abfällt. Warte, das ist Athene oder nicht? Nee, Zeus. Zeus ist es. I am forced to attend to this matter myself. Athena refused to undo her mistake. Imagine caring for a creature such as yourself. Why? Why would you betray me? It is you who would betray me. Am I to stand idly by while Olympus is threatened? Your hands are already stained by the blood of a god. I will not let Ares' fate be my own.
The gods are petty and pathetic, and your rule is weak. I grow tired of this insolence. I am the King of Olympus. And it is my way that is the way of the gods. You must vow to forever serve me. I serve no one. Then you'll leave me no choice. Fallen! Alles klar, jetzt bekämpfen wir Zeus. Null Probleme. Kann doch nichts. Nee. Ich kann nicht mal. Schlag doch mal zu, Peter. Ich kann. Guck mal, so schlägt er zu. Was ist das denn für eine Scheiße? Okay, das hat ja sehr gut funktioniert. Ja, das war aber, glaube ich, auch der Plan. Ja, das glaube ich auch. This path is of your choosing. A choice from the gods is as useless as the gods themselves. Even now, as you draw your last breath, you continue to defy me. Everything you have ever known, Kratos, will now suffer because of your sacrilege. You will never be the ruler of Olympus. The cycle ends here. Ja, und das war dann die Spartan Army. Oh ja. Kratos hat alles verloren. Weil er auf die Götter geschissen hat. Und dann haben die Götter auf ihn geschissen. Und irgendwie kam er mit diesem ganzen massiven Haufen an Scheiße nicht klar. Tja, wo geht Kratos hin, wenn er stirbt? Wie immer. Wie oh, du bist mal dran. Juhu! Auf in die Unterwelt. Ah, war das aber wirklich die Arme? Oh ja. His death is something that I could not allow. Ares! Destroy my enemies, and my life is yours! Das kennen wir schon aus Teil 1. Du mal Kratos. Wer Teil 1 nicht geguckt hat, das war sein eigener Fight, Spartan. Oh. You are not meant to die here. What the fuck? This is not the end. Titan Gaia, ever-present Mother of Earth. I have watched you become a powerful warrior. Ach, die Alte war Gaia! Ja, genau. All the events of your life, but I can no longer simply watch. We will help you defeat Zeus. Death is an escape, Kratos. You are a warrior of Sparta, not a coward. Only a coward accepts death. I am no coward. Then you must fight. I will show you the way to the Sisters of Fate. Only with their power will you defeat Zeus. Die Titanen würden gerne den Olymp besteigen. Ja, die sind ja von Zeus und Co. In den Hades verbannt worden. Also oh, in der Welt. Und die haben immer schon so ein bisschen Licht gehabt. Oh, fuck.